Meine Gedanken, Lektion Nummer 10. Meine Gedanken bedeuten nichts. Dieser Leitgedanke gilt für alle Gedanken, deren du dir bewusst bist oder in den Übungszeiten bewusst wirst. Der Grund dafür, weshalb der Leitgedanke auf sie alle zutrifft, liegt darin, dass sie nicht deine wirklichen Gedanken sind. Wir haben diese Unterscheidung schon einmal getroffen und werden es auch wieder tun. Du hast bis jetzt noch keine Vergleichsbasis. Wenn du sie hast, wirst du nicht mehr daran zweifeln, dass das, was du einst für deine Gedanken hieltest, nichts bedeutete. Das ist das zweite Mal, dass wir diese Art von Leitgedanken anwenden. Die Form ist nur ein wenig anders. Dieses Mal wird der Leitgedanke mit meine Gedanken statt mit diese Gedanken eingeleitet. Und es wird keine direkte Verbindung zu den Dingen um dich herum hergestellt. Die Betonung liegt jetzt auf dem Mangel an Wirklichkeit dessen, wovon du denkst, dass du es denkst. Dieser Aspekt des Berichtigungsprozesses begann mit der Idee, dass die Gedanken, deren du dir bewusst bist, bedeutungslos und außen anstatt innen sind. Und dann wurde betont, dass sie vergangen und nicht gegenwärtig sind. Jetzt heben wir hervor, dass die Anwesenheit dieser Gedanken bedeutet, dass du sie nicht denkst. Das ist nur eine andere Art, unsere frühere Aussage zu wiederholen, dass dein Geist in Wirklichkeit leer ist. Das Erfassen heißt, das Nichts-Erfassen, wenn du denkst, du sähest es. Als solches ist es die Voraussetzung für die Schau. Schließe die Augen für diese Übungen und beginne damit, dass du dir den heutigen Leitgedanken ganz langsam wiederholst. Füge dann hinzu, dieser Leitgedanke wird mir helfen, mich von allem zu befreien, was ich jetzt glaube. Wie zuvor bestehen die Übungen darin, deinen Geist ohne Auswahl oder Urteil nach allen Gedanken zu erforschen, die dir zugänglich sind. Versuche, Einteilungen jeglicher Art zu vermeiden. Allerdings könntest du, wenn du das hilfreich findest, dir beispielsweise vorstellen, dass du eine sonderbar zusammengewürfelte Prozession an dir vorbeiziehen siehst, die für dich, wenn überhaupt, wenig persönliche Bedeutung hat. Und sage, während jeder Einzelne dir durch den Sinn geht, mein Gedanke über bedeutet nichts. Der heutige Leitgedanke kann offensichtlich bei jedem Gedanken helfen, der dich irgendwann plagt. Zusätzlich werden 5 Übungszeiten empfohlen, wobei jede nicht mehr als eine Minute der Geistesforschung umfassen sollte. Es wird nicht empfohlen, diese Zeitspanne auszudehnen, und sie sollte auf eine halbe Minute oder weniger verkürzt werden, wenn du Unbehagen dabei verspürst. Denk aber daran, den Leitgedanken langsam zu wiederholen, bevor du ihn im Einzelnen anwendest und auch hinzuzufügen. Dieser Leitgedanke wird mir helfen, mich von allem zu befreien, was ich jetzt glaube. Du siehst, wir sind immer noch eingeladen, nur eine Minute oder auch wenn wir uns seltsam fühlen, auch nur eine halbe Minute diese Übung zu machen. Jesus ist sich in diesem offensichtlich sehr bewusst, dass durch diese Lektionen unser ganzes Denken, also das bedeutet natürlich auch die Überzeugung dessen, was wir zu glauben meinen, einfach nur auf den Kopf gestellt wird. Und das macht man nicht einfach nur mal so
ja, ich weiß das jetzt, sondern es ist tatsächlich ein beständiges Üben. Es ist heraus aus einem Kokon von Unwissen und es ist ein Hineinführen in ein kreatives Wissen, in einen kreativen Geist, der uns in allem belebt. Ja, und natürlich können hierbei Widerstände entstehen. Was? Dieser Gedanke bedeutet nichts. Ich liebe meine Tochter. Dieser Gedanke bedeutet nichts. Oder mein Chef ist komisch. Das ist doch aber... Nein, eben. Es sind alles einfach nur leere Gedanken, die uns, wenn wir nicht mehr daran glauben, in die wahre Liebe führen. In die wahre Liebe. Und hier wird es als die Schau bezeichnet, dass wir nicht mehr uns auf die Form definieren, sondern uns der Schau anvertrauen. Der Schau ist das Licht der göttlichen Anwesenheit, die in allem existiert, aber nicht sichtbar ist, wenn wir unseren Gedanken glauben, der unseren Traum immer wieder bestätigt und wahr macht. Bleib dran, bleib sanft, es lohnt sich.